bitte einsteigen und Türen schließen. Türen schließen, bitte. Halt, halt! Ich muss noch mit! Ich muss noch mit! Zurücktreten! Nicht mehr einsteigen! Zurückbleiben, Junge! Nicht mehr einsteigen! Ich muss noch mit! Jetzt habe ich es geschafft. Um Himmels Willen, Junge, hast du den Verstand verloren? Ich musste doch mit. Das war aber sehr leichtsinnig von dir. Was sollte ich denn tun? Ich musste doch mitfahren. Du hast mit deinem Leben gespielt. Entschuldigen Sie bitte, mein Buch ist mir entfallen. Es liegt unter Ihrem Sitz. Darf ich mal... Bitte, bitte. Danke, ich habe es schon. Was ist denn das für ein Buch? Es heißt Spione, Spione, Spione. Spione? Und so etwas liest du? Warum nicht? Es ist sehr spannend. Die Spione begehen Einbrüche, stehlen Dokumente und so. Und deine Eltern erlauben dir, eine solche Lektüre zu lesen? Ich habe keine Eltern mehr. Oh, das tut mir leid. Und wenn ich Eltern hätte, dann würden sie mir bestimmt nicht verbieten, so ein spannendes Buch zu lesen. Es ist doch alles so wie in der Wirklichkeit. Warum sollte ich denn nicht wissen dürfen, wie die Wirklichkeit ist? Ja, du hast recht. Dokumente werden tatsächlich gestohlen. Ich komme gerade von einem Ort, wo so etwas passiert ist. Dokumente, alte Karten und Briefe von unersetzlichem Wert sind entwendet worden. Ach, wirklich? Wo denn? Von wem denn? Ja, wenn ich das wüsste. Dabei weiß man noch nicht einmal, wie die Einbrecher es gemacht haben. Stell dir vor, der Dieb, oder vielleicht waren es auch mehrere, ist in einen sorgfältig abgesicherten Raum eingedrungen, ohne die Türen aufzuschließen oder die Fenster zu beschädigen. Unmöglich. Doch, doch. Er hat keine Fingerabdrücke und auch sonst keine Spuren hinterlassen, als er die Briefe von Lord Macaulay stahl. Und er hat sogar alte Landkarten der Grafschaft Lincolnshire und die Rezepte der hohen Witwe Lady Lucy mitgehen lassen. Man stelle sich das vor. Die Originalrezepte. Die Originalrezepte? Der alte Spind. Was sagtest du? Nichts, nichts weiter. Ich meinte nur, es ist unfassbar. Unfassbar, ja, das ist es. Und beängstigend, erschreckend. Deshalb bin ich ja auch aus dem Haus geflohen. Sie sind auch geflohen? Allerdings. Glaubst du, ich würde warten, bis der Dieb noch einmal kommt und mich vielleicht ermordet? Nein, ich kann das verstehen, weil ich auch auf der Flucht bin. Du? Das ist ein seltsames Zusammentreffen. Ja, wirklich. Ich musste fliehen. Deshalb musste ich diesen Zug hier unbedingt haben. Meine Verfolger waren hinter mir her. Aber sie haben mich nicht erwischt, weil ich schneller war. Deine Verfolger? Wer sind die? Die Männer von der grünen Hand. Grüne Hand? Nie gehört. Ja, die grüne Hand. Sie will mich fangen und ermorden. Ermorden? Warum das? Wer könnte einen Grund haben, einen Jungen wie dich zu ermorden? Die grüne Hand hat einen... Ich habe nämlich eine Verschwörung entdeckt. Ach, tatsächlich? Ich kann es selbst kaum fassen. Es war eine Atombombenverschwörung. Atombomben? Unglaublich. Aber wahr. Ich konnte ja selbst nichts dafür. Es war reiner Zufall. Wie entsetzlich. Ja, beinahe hätten sie mich erwischt. Ich konnte ihnen gerade eben noch entkommen. Ach, Gott sei Dank. Du bist doch zur Polizei gegangen, nicht? Nicht doch. Das habe ich nicht gewagt. Die grüne Hand ist überall. Erst muss Gras über die Geschichte wachsen. Du musst unbedingt die Polizei informieren. Nur sie kann dir helfen. Ich habe Angst. Schreckliche Angst. Denk doch an die Verschwörer. Was werden sie tun, wenn sie nicht verhaftet werden? Sie werden gar nichts tun, solange sie mich nicht haben. Und sie werden mich nicht finden. Denn ich werde mich bei Freunden auf dem Land verstecken. Das ist ja ungeheuerlich, wirklich ungeheuerlich. Nicht wahr? In was für einer Welt leben wir nur? Überall Diebe, Verbrecher, Lumpengesindel. Und Spione. Spione, wie wahr. Erst wird in meinem Haus eingebrochen, auf geheimnisvolle, absolut rätselhafte Weise. Und nun begegne ich einem Jungen, der gar in Lebensgefahr ist, der verfolgt wird von der... Wie sagtest du doch? Grünen Hand. Grüne Hand? Ja. Haben diese Männer wirklich grüne Hände? Nein, natürlich nicht. Sie tragen grüne Handschuhe. Ach so, grüne Handschuhe. Seltsam. Oh, ich bin ja schon da. Ich muss aussteigen. Schade. Ich hätte mich gerne noch etwas länger mit dir unterhalten. Bitte, verraten Sie mich nicht. Das würde ich doch niemals tun. Wirklich nicht? Ganz bestimmt nicht. Ich werde schweigen, wie es Pflicht für einen Ehrenmann ist. Danke, vielen Dank.
Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hallo, Stubbs! Stubbs! Hey, Dina! Fein, dass du mich abholst. Wie geht es dir? Na, prima, einfach prima. Wir haben ja Ferien. Wo ist Robert? Er ist zum Südbahnhof. Er holt Großonkel Johann ab, der auch mit diesem Zug kommt. Aber wohl meint, vom Südbahnhof zu uns ist es näher. Großonkel Johann? Mhm. Von dem weiß ich ja gar nichts. Bleibt er länger bei euch oder ist er nur übers Wochenende da? Er bleibt, leider. Großonkel. Das hört sich ja nach einem alten Opa an. Ist er ja auch. Und ein bisschen komisch obendrein. Hauptsache, er sagt uns nicht dauernd, was wir zu tun und zu lassen haben. Im Zug saß auch so ein oller Knabe. Ja? Ja, der hat mir die verrücktesten Sachen erzählt. Na komm, wir gehen. Du kannst mir in der Taxi davon erzählen. Mama und Dad warten schon auf uns. Ist gut, wie du willst. Also, was war denn mit diesem ollen Knaben? Er hat mir von Einbrechern vorgefaselt. Was? Ja, die durch Türen und Fenster gehen können, ohne sie zu öffnen. So ein Unsinn. Das habe ich auch gedacht. Und deshalb habe ich ihm kräftig vorgelogen, dass ich die Balken biege. Wirklich? Und wie? Von Atombombenverschwörung und von der Bande der grünen Hand, die mich verfolgt. Ich lache mich tot. Und das hat er geglaubt? Wort für Wort. Richtig blass ist der geworden. Und er hat sich an seinem weißen Bart gezogen, als ob die grüne Hand auch hinter ihm her sei. Das gibt es doch gar nicht. Ich wäre vor Lachen fast geplatzt, aber ich durfte ja nicht lachen, weil er sonst etwas gemerkt hätte. Da werden wir. Ja. Hier, Sir, das Geld. Und vielen Dank. Ich habe zu danken. Da kommt ja noch eine Taxi. Das wird Robert mit Großonkel Johann sein. Was? Das ist Großonkel Johann? Das ist der Großonkel. Was hast du denn? Jeremias Plumpudding. Steh mir bei. Was hast du denn? Kennst du Großonkel Johann? Und ob die da... Das ist doch der alte Knabe aus dem Zug. Ach du meine Güte. Ich verstecke mich hinter den Sitzen. Das geht nicht. Ich kann hier nicht ewig warten, Kinder. Bitte nur einen kleinen Moment. Das geht nicht. Tut mir leid. Oh. Dann nur mutig stirbst. Und ran an den Feind. Wenn du meinst. Irgendwann triffst du doch mit Großonkel Johann zusammen. Dann kann es auch jetzt schon sein. Also schön. Aber fang nicht zu lachen an, wenn er von der grünen Hand spricht. Nein, ich werde ganz ernst bleiben. Auf Wiedersehen, Sir. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gib mir mal einen Koffer. Mhm. Oh, Kinder, da seid ihr ja. Onkel Joe ist auch gerade gekommen. Ach, oh, da ist ja auch Onkel Eduard. Kommt. Willkommen, Joe. Hallo, Joe. Nein, so etwas. Wer ist denn das? Das ist doch... Wen meinst du denn? Wer ist denn dieser Junge? Ach, nun kommt, meine Lieben. Es ist alles vorbereitet. Unfassbar. Was machst du denn hier? Ich? Ich bin hier bei meinen Verwandten zu Besuch. Also hierher bist du geflohen. Wissen die Tante und der Onkel davon? Psst! Denken Sie an die grüne Hand. Kein Wort. Zu niemandem. Ich will niemanden gefährden. Ach ja, richtig. Das ist wahr. Ja, ich werde schweigen. Ja, Sie haben es mir versprochen. Und ich halte mein Wort. Kinder, Joe! Ja, kommt doch endlich! Was redet ihr denn da miteinander? Und woher kennt ihr euch überhaupt? Ich hatte das Vergnügen, diesen jungen Mann auf der Fahrt von London hierher kennenzulernen. Nein, so ein Zufall. Ja, wir fuhren im gleichen Abteil, ohne zu wissen, dass wir das gleiche Ziel hatten. Ich habe ihm von dem Einbruch in meinem Haus berichtet und er hat mir... Psst. Ja. Also. Na, nun seid ihr beiden erstmal hier. Komm, Joe, lass uns ins Haus gehen. Dann kannst du uns alles erzählen, was dir auf der Seele liegt. Ich glaube, mein Pferd hat Husten. Du kennst Großonkel Johann? Er hat ihn im Zug kennengelernt und ihm gleich ein mächtiges Märchen aufgetischt. Das muss ich genau wissen. Hast du den Alten ordentlich auf die Schippe genommen? Und wie? Das ist ein Ding. Na los, sag schon, wie war das? Ach, ich wäre froh, wenn ich es nicht getan hätte. Was ich jetzt machen soll, ist mir absolut schleierhaft. Ich kann doch nicht zu ihm gehen und sagen, dass alles Spinnkram war. Na, Großonkel Johann hat hier wohl auch ziemlich einen Unsinn erzählt. Ach, du meinst diese Geschichte mit dem Einbrecher? Mhm, genau. Der keine Spuren hinterlässt und durch Fenster und Türen geht, ohne sie zu öffnen. Ach, du weißt davon? Was meinst du wohl, wovon Onkel Johann während der Taxifahrt vom Bahnhof hierher geredet hat? Na? Nur davon. Und von den anderen Einbrüchen, die ganz ähnlich waren wie der bei ihm. Aber
dann hatte sich das alles ja gar nicht aus der Luft gegriffen. Aber ihm ist wirklich eingebrochen worden, das weiß ich. Aber sonst, ob das andere auch stimmt? Ja. Also ich glaube es nicht. Niemand kann durch geschlossene Türen gehen. Kinder, wo bleibt ihr denn? Wir wollen essen. Ja, wir kommen ja schon. Habt ihr übrigens gehört, dass Jahrmarkt in Wrigglesham ist? Jahrmarkt in Wrigglesham. Ach, da müssen wir hin. Ob Barney und Miranda dabei sind? Barney und Miranda? Wer ist denn das nun wieder? Das ist dieser nette Junge mit dem Affen. Wir haben sie im vergangenen Jahr in Pilbury kennengelernt. Was? Pilbury? Oh. Ach, Joe. Bestimmt erinnert dich das wieder an eine deiner Kriminalgeschichten. Hab ich recht? Ja, Pilbury. Das erinnert mich daran, dass auch in Pilbury ein Einbruch verübt worden ist. Kaum zu glauben. Auch dort sind alte Dokumente gestohlen worden. Und auch dort war nach dem Einbruch noch alles verschlossen. Oh. Auch Fingerabdrücke wurden nicht gefunden. Richtig unheimlich ist das. Und ebenso war es in mindestens 5 anderen Orten. Es steht ein großer Artikel darüber in der Zeitung. Hier. Hier, lies bitte. Da. Aber doch nicht jetzt. Bitte, Joe. Das Essen wird ja kalt. Ich will erst einmal essen. Ich habe, wie gesagt, Hunger. Wir auch. Ja, na also. Setzt euch, Kinder. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja, nicht so hastig. Der Jahrmarkt in Wrigglesham ist ja erst morgen. So wie ich euch kenne, werdet ihr wohl morgen mit dem Rad nach Wrigglesham fahren. Bestimmt. Ja. Du, Robert, sieh doch mal. Was denn? Da drüben, am Zeitungsstand. Ich sehe nur nichts. Kommt mal mit, dann wird euch schon auffallen, was ich meine. Also ich habe zwar gute Augen, aber ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Mensch, das ist ja... Da ist ein Bericht über einen Einbruch. Das ist es. Ein rätselhafter Einbruch in Newbury. Keine Spuren, Türen und Fenster verschlossen und unbeschädigt. Das gibt's doch nicht. Genau wie bei den anderen Fällen. Und hier, alte Dokumente sind gestohlen worden. Fällt euch nichts auf? Hör aber auf. Was ist denn nun schon wieder? Überlege doch mal. Vielleicht kommst du drauf. Also, ich weiß auch nicht, was du meinst. Wir haben doch von den Einbrüchen in der Zeitung gelesen. Ja, na und? Fällt euch denn überhaupt nicht auf, dass überall dort eingebrochen worden ist, wo auch der Jahrmarkt war? Ich glaube, mich tritt ein Pferd. Ja, also du willst doch wohl nicht behaupten, dass da ein Zusammenhang besteht. Steckt etwa deine berüchtigte grüne Hand dahinter? Sei nicht gehässig. Die Einbrüche könnten durchaus von jemandem begangen worden sein, der hier auf dem Jahrmarkt arbeitet. Ja. Hey, das ist ja Barney. Wo? Da drüben bei der gelben Spielbude. Ah ja. Kommt, wir laufen rüber. Hm? Und wir können ihn ja mal fragen, was er von der Theorie von Stubbs hält. Hm. Hallo Barney. Hallo. Miranda. Ist das denn möglich? Ihr seid es? Alle drei. Mensch, dass ich euch wiedersehe. Wie kommt ihr denn überhaupt hierher? Ihr habt doch gar nicht gewusst, dass ich hier bin. Nein, wir wussten es nicht. Aber wir hofften es. Wir sind auch aus einem anderen Grunde hier. Miranda, komm zu mir. Komm. Miranda ist der schönste Affe, den ich kenne. Du kennst den einen. Trotzdem. Aus welchem Grunde seid ihr nun eigentlich hier? Hört uns hier auch keiner? Nein, ich bin ganz allein. Der alte Tonnerre ist drüben bei den Elefanten. Tonnerre? Wer ist das? Ein Scheusal. Ihm gehört der ganze Jahrmarkt. Es macht ihm Spaß, uns zu quälen. Tonnerre? Ist der aus Frankreich? Mag sein. Auf jeden Fall habe ich noch nie jemanden getroffen, zu dem sein Name so gut passt wie zu diesem Mann. Wieso? Tonnerre heißt nämlich Donner. Er ist nicht zufällig mit einer Frau Blitz verheiratet? Nee, das ist er nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendeine Frau diesen Menschen heiratet. Wir müssen dich was fragen, Barney. Was denn? Es geht um Einbrüche. Ach, du meinst diese rätselhaften Einbrüche, die überall passiert sind, wo der Jahrmarkt war oder hinkommen sollte. Ach, du hast davon gehört? Na klar, das war doch Tagesgespräch bei uns. War die Polizei bei euch? Tagelang haben die herumgeschnüffelt. Aber nichts gefunden. Oder? Nee, wie sollten sie auch? Von uns kommt keiner in Frage. Mich haben sie übrigens auch gefragt. Ah, dich auch? Ja, stellt euch das mal vor. Sie wollten wissen, ob ich Miranda vielleicht dressiert und zu Einbrüchen missbraucht hätte. So was Verrücktes. Was ist los mit euch? Ihr guckt ja aus der Wäsche, als hätte ich euch die Wurst vom Brot geklaut. Dich hat man auch verdächtigt? Dich und Miranda? Und wir dachten schon... Also, hier findet ihr den Täter bestimmt nicht. Schon. Oder Garantie nicht. Hier sind alles nur ehrliche Leute. Aber dieser Tonnerre. Ach, Tonnerre ist zwar ein gemeiner Kerl, aber kein Verbrecher. Und seine Großmutter,
Ist ein Scheusal, aber keine Einbrecherin. Und Foster, Baxter, Limmick, Morgan, Lindstump und wie sie alle heißen, die hier arbeiten, haben bestimmt auch nichts damit zu tun. Schlagt euch das aus dem Kopf. Ach, das wäre so schön gewesen. Kundschaft, entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Na, wir kommen später noch mal wieder. Bis dann, Barney. Okay. Wer ist das denn, Barney? Das ist Herr Foster mit seinen beiden Schimpansen, Tu und Mult. Tumult? Die beiden machen wirklich Tumult. Passt auf eure Bonbons auf, falls ihr welche in den Taschen habt. Beiden klauen sie euch, ohne dass ihr es merkt. Machen mir meine Affen nicht schlecht, Barney. Ja, mir können sie ruhig die Bonbons klauen, wenn sie ihnen schmecken. Die Schimpansen futtern leidenschaftlich gern Bonbons. Meine Bonbons sind weg. Du hast sie. Petten? Komm du. Sei ein braves Mädchen. Gib her, was du gestohlen hast. Hab ich das gesagt? Du darfst sie behalten, Tu. Aber gib mal welche ab. Ich muss weiter, Kinder. Die Vorstellung beginnt gleich. Und wir müssen jetzt nach Haus. Oh, jetzt schon? Wir haben versprochen, dass wir pünktlich zurück sind. Was man verspricht, muss man auch halten. Eben. Also schön. Wir fahren wieder nach Hause. Bis morgen, Barney. Bis morgen. Barney. Wiedersehen. Heute steht überhaupt nichts drin in der Zeitung. Darf ich sie mal haben? Ja, natürlich. Ich habe sie ausgelesen. Danke. Stopp, Bob. Was ist die, ne? Ich hab die Zeitung. Lass mal sehen. Steht etwas über den Jahrmarkt drin? Da steht es ja. Der Jahrmarkt zieht übermorgen weiter nach Willoughby. Willoughby? Das ist ja ganz in der Nähe. Ob es dort alte Dokumente, Landkarten und sowas gibt? Wir müssen Großonkel Johann fragen. Ja. Nur er kann es uns sagen. Was übernehme ich? Warte. Ich gehe zu ihm. Wo ist er denn? Er ist in seinem Zimmer und studiert. Irgend so einen langweiligen Kram. Ich bin gleich wieder da. Okay. Oh, Johann, ich störe doch nicht? Durchaus nicht, Dina. Komm nur. Was liest du da? Alte Briefe? Ja, Briefe aus dem 15. Jahrhundert. Warum interessierst du dich plötzlich dafür? Ach, ich interessiere mich eigentlich nicht dafür. Ich finde die Schrift nur so schön. Das ist sie. Ja, ja. So etwas gibt es heute gar nicht mehr. Du verstehst wohl viel von solchen Dingen. Ja, mein Kind, ich habe immer großes Interesse an der Vergangenheit. Du hast bestimmt schon viele schöne Sammlungen gesehen. Ja, man kann sie nicht schön nennen. Sie sind außerordentlich interessant und wertvoll und zugleich auch Spiegel ihrer Zeit. Du kennst wohl alle alten Dokumente. Nein, das wäre zu viel verlangt, bei weitem nicht alle. Nur die berühmtesten und die Chroniken der Herrenhäuser. Gibt es hier vielleicht welche? Hier in der Nähe? Vielleicht in Willoughby? Dann lass mich mal einen Augenblick überlegen. Also, da ist Schloss Marlowes. Die Sammlung ist ziemlich klein. Lord Marlowes hat mehr für ausgestopfte Tiere übrig als für Dokumente. Aber immerhin. Und sind die Papiere wertvoll? Ja, ja, das sind sie. Danke, Onkel. Vielen Dank. Das war alles, was du wissen wolltest? Oh, Kinder, ein Volltreffer, wirklich? In Willoughby ist was zu finden? Bei Lord Marlowes. Dann wird bei ihm ein Einbruch stattfinden. Ja. Wir müssen es verhindern. Und wenn wir es nicht verhindern können, dann müssen wir bei dieser Gelegenheit den Dieb erwischen. Was haltet ihr davon? Ich bin dabei. Unter Garantie. Mensch, das wäre eine Sache. Ja. Ich schlage vor, dass wir morgen wieder zum Jahrmarkt fahren. Oh, genau, ja, prima. Nicht zum Spaß natürlich. Wir müssen herausfinden, ob es jemanden gibt, der sich besonders für Willoughby und Schloss Marlowes interessiert. Mhm. Barney kann uns dabei helfen. Ja. Oh, das wird hier noch viel spannender als nur Karussell fahren. Da ist Barney. Die Schimpansen Tu und Mult sind bei ihm. Hallo, Barney. Hallo. Hallo. Heute ist aber nicht viel los hier auf dem Jahrmarkt. Das kommt noch. Warte nur eine Stunde ab, dann geht es los. Wollt ihr Ringe werfen? Nein, vielen Dank. Passt auf eure Taschen auf. Mal da. Tu, Mult. Oh, Herr Foster, Sie wollen die Schimpansen schon holen? Oh, nur noch einmal. Tut mir leid. Die Vorstellung beginnt gleich. Kommt ihr beiden. Tu und Mult sind wirklich gut dressiert. Und sie tun alles, was Herr Foster ihnen befiehlt. Hey, Mult! Was ist das Spielzeug hier? Komm, gib's her. Kommt ihr beiden. Schade, nun sind sie weg. Ich hätte gern noch ein wenig mit ihnen gespielt. Wie heißt denn noch Miranda? Wann zieht ihr eigentlich nach Willoughby weiter? Morgen ist es soweit. Herr Tonnerre ist schon mit den Elefanten hin. Herr Tonnerre? Ja, er ist der Boss. Warum fragst du? Ach, nur so. Du glaubst doch nicht, dass Tonnerre etwas mit den Einbrüchen zu tun hat. Nö, glaube ich nicht. Ja, könntest du es ja ruhig sagen. Vielleicht doch, Barney.
Irgendeiner muss es ja sein. Ja. Wo steht der Wagen von Tonnerre? Da hinten. Aber sei vorsichtig. Ich weiß nämlich nicht, wann Tonnerre zurückkommt. Wenn er dich dort erwischt, dann möchte ich nicht in deine Haut stecken. Ich pass schon auf. Ich komme mit. Okay, dann los. Der Wagen ist bestimmt abgeschlossen. Vielleicht kann man etwas durch die Fenster sehen. Glaubst du, dass der die grünen Handschuhe einfach so herumliegen lässt? Grüne Handschuhe? Ja. Mensch, das war doch nur ein Witz. Hör bloß damit auf. Ist ja schon gut. So, da wären wir. Gehen wir mal um den Wagen herum. Ja. Schade, die Fenster sind verhängt. Man kann gar nichts sehen. Verdammt, ich versuche es mal an der Tür. Vielleicht ist sie offen. Ach, bestimmt nicht. Na, anfassen kann man ja mal. Mist, die Tür ist zu. Schau doch mal durchs Schlüsselloch. Das tue ich ja schon. Man kann aber nichts sehen. Es ist alles dunkel. Nur beim Bett. Da ist so ein schwarzer... Oh! Was treibt ihr verfluchten Bengel hier? Ich werde euch was... Nein, nein, nicht! Au! Lassen Sie mich los! Lauf weg, Stubbs! Schnell! Hier herumzuspionieren, verdammte Diebesbande! Lauf, Stubbs! Ich komme ja schon! Lasst euch nicht wieder hier sehen, oder ich hole die Polizei! Warum hast du mich denn nicht gewarnt, Robert? Ich habe ihn ja selbst viel zu spät gesehen. Verdammter Mist, jetzt ist er gewarnt! Er hat mir ganz schön eins gewischt. Zurück zu Dina und Barney. Da hinten sind sie ja schon. Dina, wie verschwinden am besten? Wieso? Es hat Ärger mit Tonnerre gegeben. Ich habe euch ja gewarnt. Du kannst nichts dafür, Barney. Hoffentlich lässt er dich in Ruhe. Wir hauen ab. Und wir wollen nämlich nachher mit Onkel Johann ins Schloss Marlos. Alte Dokumente besichtigen. Mhm. Na dann viel Spaß. Nun aber los. Bis morgen, Barney. Bis morgen. Oh, wie schön es ist hier im Schloss Marlos. So schön hätte ich es mir nicht vorgestellt. Überall Marmor. Mhm. Und sieht mal die Waffen an den Wänden. Ja. Still, Kinder. Hier ist die Bibliothek mit den alten Dokumenten. Es wird euch hier gefallen. Wir sind nicht die einzigen Besucher. Der Diener schießt uns ja ein. Das ist hier so üblich. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn wir klingeln, macht man uns sofort auf. Kalt ist es hier. Mhm. Lord Marlos hätte ruhig Feuer im Kamin machen können. Mitten im Sommer. Das ist doch wohl nicht notwendig. Komm, Diener, komm. Ich will dir etwas zeigen. Armes Mädchen. Jetzt muss sie sich endlos langweilige Vorträge anhören. Ob einer von den beiden Männern dort der Einbrecher ist? Der dort am Fenster bestimmt nicht. Der ist doch uralt. Ja, und der andere? Der sieht ja eigenartig aus. Vor lauter Haaren sieht man sein Gesicht überhaupt nicht. Und den Bart hat er auch noch. Dem wuchern die Haare sogar aus den Ohren heraus. Wie bei den Affen. Lass ihn erst bloß nicht hören. Hast du schon mal so viele ausgestopfte Tiere gesehen? Nee, bestimmt nicht. Puh, die stinken nach Mottenpulver. Das hält man ja nicht aus. Du kannst dir ja die Nase zuhalten. Glaubst du, dass hier jemand einbrechen kann? Bestimmt nicht. Die Fenster sind vergittert und die Türen verschlossen. Hier kommt keiner rein. Ich habe genug gesehen. Okay, Johann geht aber noch lange nicht. Warte. Ich stelle die Uhr auf den Kamin 1,5 Stunden vor. So. Sei still, Mensch. Komm, wir gehen zu Onkel Johann. Onkel Johann? Psst, wir sind hier nicht allein. Was ist denn? Sieh mal, es ist schon 11:30. Was? Schon so spät? Unglaublich, wie die Zeit verrinnt. Na, wir müssen gehen, Kinder. Kommt, es tut mir leid. Oh, jetzt schon? Oh, wir haben noch gar nicht alles gesehen. Es tut mir leid, Kinder, es geht nicht anders. Ich werde klingeln. Schläfst du schon, Stubbs? Natürlich nicht. Was machen wir? Wollen wir Schloss Marlos wirklich beobachten? Wenn wir den Einbrecher erwischen wollen, müssen wir es tun. Aber nur wir beide. Dina bleibt hier. Oh, natürlich. Wollen wir jetzt los? Deine Eltern schlafen schon. Es ist alles ruhig. Dann los. Bis zum Schloss ist es ja nicht weit. Oh, es ist kalt. Weißt du was? Wir nehmen die Fahrräder. Ja, los. Schloss Marlos. Wir verstecken die Räder hier unter den Bäumen. Ha? Hier stehen sie gut. Ja. Und jetzt komm. Wir gehen bis an die Mauer. Mhm. So, da wären wir. Hier können wir das Tor gut sehen und auch das Schloss. Mann, ist das dunkel. Der Mond wird bald aufgehen. Psst, da kommt jemand.
Mensch, ich werde verrückt. Das ist Tonnerre. Das gibt es doch gar nicht. Er geht zum Schlosstor. Er sieht aus wie ein großer Affe. Sei bloß still. Wenn der uns hier erwischt, wird's gefährlich. Ich habe doch gesagt, dass Tonnerre der Einbrecher ist. Still. Jetzt geht er wieder weg. Du zitterst ja. Du etwa nicht? Tonnerre ist weg. Was jetzt? Bleiben wir noch? Ich weiß nicht. Was wollt ihr hier überhaupt? Keine Ahnung. Er hat nur durch das Tor geblickt, als ob... Mensch, da ist doch was. Sieh doch. Tatsächlich. Da klettert jemand am Efeu hoch. Ob das Tonnerre ist? Unmöglich. Der ist doch eben weggegangen. Außerdem, der da oben ist viel zu klein. Du hast recht. Es kann nicht Tonnerre sein. Nun ist er weg. Wie schnell und gewandt er war. Ja. So habe ich noch nie jemanden klettern gesehen. Wer kann das denn sein? Wenn wir es wissen wollen, müssen wir über die Mauer klettern und näher herangehen. Meinst du nicht, dass das zu gefährlich ist? Wenn wir uns gut verstecken und vorsichtig sind, nein. Aber wenn wir hier bleiben, werden wir nie herausfinden, wer der Einbrecher ist. Also gut, los, über die Mauer. Hier meine Hand. Vorsicht. Leise. Ja. Hier, komm. Sind wir drüben. Hier entlang. Der Mond kommt endlich durch die Wolken. Ja. Was ist das? Glühende Augen. Schnell weg hier, stopp, schnell. Ja, komm schon. Komm weg. Zu den Fahrrädern. Ja. Los doch, beeil dich, stopp. Ich bin schon da. Los, Tempo. Nach Hause. Was war das denn überhaupt? Ich habe grüne Augen gesehen. Unheimlich. Ich weiß es auch nicht, Bob. Ich weiß nur, dass ich bestimmt nicht noch einmal nachts in den Schlossgarten gehe. Bestimmt nicht. Kinder, kommt herunter! Frühstück! Ja, sofort! Willkommen, willkommen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Was ist denn los? Auf Schloss Marlos ist eingebrochen worden. Sieh doch, hier steht es in der Zeitung. Und wieder das Gleiche. Keine Tür war aufgebrochen, kein Fenster beschädigt. Das muss ein Wahnsinniger gewesen sein. Stellt euch vor, er hat nur die ausgestopften Tiere gestohlen und sie im Schlosspark abgestellt. Ausgestopfte Tiere? Ich werd verrückt, stopp's. Die grünen Augen. Ja. Grüne Augen? Wie meinst du das? Ich meinte nur so. Ich weiß nicht. Du meinst die grüne Hand, nicht wahr? Die grüne Hand? Es wurde ein grüner Handschuh gefunden. Ein grüner... Was? Du weißt recht genau, wovon die Rede ist. Von einem grünen Handschuh. Entschuldigung, mir wird schlecht. Ich muss mal eben raus. Ich gehe mit Stupfe. Ich auch. Ich helfe dir. Mir ist tatsächlich schlecht geworden, als ich von dem grünen Handschuh hörte. Wir sind vor ausgestopften Tieren weggelaufen. Nur weil die Augen im Dunkeln so leuchteten. Das sah aber auch wirklich unheimlich aus. Stelle still. Ich glaube, das Telefon hat geläutet. Ja? Hoffentlich nicht die Polizei. Was soll die Polizei wohl von uns wollen? Sie könnte die Spuren von Robert und ihr gefunden haben. Übertrieben. Kinder, ihr sollt zusammen mit Onkel Joe zum Schloss Marlos kommen. Die Polizei will mit euch sprechen. Hab ich's doch geahnt. Ja. Wenn Großonkel Johann der Polizei erzählt, was ich ihm über die grüne Hand vorgeflunkert habe, ist alles aus. Vielleicht denken sie dann auch, dass du etwas damit zu tun hast. Mir wird ganz komisch in der Knie. Mir auch. So, da wären wir wieder beim Schloss Marlos. Leider ist der Anlass nicht so nett wie beim letzten Mal. Hört mal, der Jahrmarkt ist ganz in der Nähe. Ja. Wollen wir nicht eben mal zu Barney gehen? Ja, nichts da. Die Polizei wartet auf uns. Wir gehen ins Schloss. Ach, seht mal, da kommt der Förster. Hm. Ob er seine Schimpansen auch dabei hat? Vielleicht. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Förster. Was hat er denn? Warum grüßt er denn nicht? Ja, der hat aber eine miese Laune. Kommt, Kinder, wir gehen ins Schloss. Ich glaube, ich muss doch etwas erklären. Ja, was denn? Das mit der grünen Hand. Was du mir im Zug erzählt hast? Das mit der Atombombenverschwörung? Genau das. Brauchst du nicht. Glaubst du, ich hätte nicht längst gemerkt, dass du mich dabei auf den Arm genommen hast? Oh, ich... Schon gut. Da sind die Polizisten. Guten Morgen, Inspektor. Guten Morgen, Sir. Mr. Linton? Der bin ich. Sie waren am Tag vor dem Einbruch in der Bibliothek. Zusammen mit den Kindern.
Wer war außer Ihnen noch dort? Zwei Männer. Aber ich habe nicht auf sie geachtet. Aber ich? Einer war sehr alt, er konnte sich kaum noch gerade halten. Der andere war jünger. Er hatte langes Haar, buschige Augenbrauen und einen dichten Bart. Er saß mit einem Vergrößerungsglas über den Dokumenten. War er groß? Er war ziemlich groß. Größer als Sie. Wie alt etwa? Vielleicht 40 Jahre alt. Dick? Ziemlich. Sie scheinen enttäuscht zu sein, Inspektor. Das bin ich in der Tat, Mr. Linton. Ich bin nämlich zu dem Schluss gekommen, dass der Einbrecher nur eine einzige Möglichkeit hatte, in diese Bibliothek zu kommen. Welche? Ich bin gespannt, Inspektor. Durch den Kamin. Er könnte durch den Kamin gestiegen sein. Der ist aber ziemlich eng. Nur ein sehr schlanker und gewandter Mann könnte durch den Schornstein steigen. Ein großer und dicker Mann auf gar keinen Fall. Sie haben Mr. Foster auch verhört? Ja, aber er kann damit nichts zu tun haben. Auch er ist viel zu groß für den Kamin. Bernie, was machst du denn hier? Habt ihr Mult gesehen? Mult? Wer ist das? Ein Schimpanse. Er ist vollkommen verrückt geworden. Wieso verrückt? Tu fand einen grünen Lederhandschuh. Mult hat den Tu weggenommen und sich angezogen. Er passte wie angegossen. Nein. Und dann versuchte Mult an seine Kuscheltiere zu kommen. Und der Schrank war abgeschlossen. Was geschah dann? Ich versuchte Mult festzuhalten, aber er entwischte mir durch das Fenster und rannte hier in den Schlosspark. Er muss hier irgendwo sein. Helft mir doch. Wenn ich ihn nicht finde, dann schlägt mich Tonner tot. Klar, wir helfen. Ist er nicht? Still! Hört doch mal. Da ist doch was im Kamin. Wo? Oh. Im Kamin? Verrückt. Wer soll das glauben? Wirklich? Ja. Seid doch mal still. Ja. Da! Das ist doch Mult. Mann, cool. Mult, wie kommst du hierher? Still, Kinder. Keine Bewegung. Lass den Schimpansen. Stört ihn nicht. Sag mal. Er geht zum Tisch. Hm? Er blättert in den Dokumenten. Was soll denn das? Das ist das Rätsels Lösung. Was wie konnten wir nur so blind sein? Und seht doch. Er scheint genau zu wissen, welche Papiere er nehmen muss und welche nicht. Ja. Wie kommt das Tier dazu, mit solcher Sachkenntnis auszuwählen? Er schnüffelt die Papiere an. Schnüffelt? Ich hab's. Aha. Erinnerst du dich an den Affenmenschenstups? Na, den mit den langen Haaren. Ach ja. Den mit dem Vergrößerungsglas. Ja. Er hat bestimmt etwas verstreut, was irgendeinen Geruch hinterlässt. Das tatsächlich. Mult schnuppert an den Papieren und legt nur die zur Seite, die riechen. Ja, genau so meine ich das. Kein Zweifel, so ist es. Ein alter Zirkustrick. Bestimmte Dinge werden mit einem Riechstoff präpariert und die Tiere erkennen daran, was sie tun müssen. Ja. Jetzt begreife ich. Mult liebt doch Stofftiere. Mhm. Er war auch letzte Nacht hier und hat statt der Papiere die Stofftiere genommen. Ja. Mr. Foster wird ganz schön wütend gewesen sein, als er nicht die Dokumente, sondern die Tiere bekam. Ja, so muss es gewesen sein. Als der Schimpanse den Handschuh fand, war das für ihn wie ein Befehl, erneut einzubrechen. Wo hat er ihn gefunden, Barney? Im Wagen von Tonnerre. Wir gehen sofort zum Jahrmarkt hinüber. Ich will mit Tonnerre sprechen. Da ist der Wagen von Mr. Tonnerre. Und da ist Mr. Foster. Er will weglaufen. Foster, bleiben Sie stehen. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Seht, Mult läuft zu Mr. Foster. Wenn das kein Beweis ist. Ich habe nichts mit der Sache zu tun. Ich habe schon immer gesagt, dass man so etwas mit Schimpansen nicht machen kann. Sie geben aber zu, dass Sie den Schimpansen an den Tatort gebracht haben. Die Tiere gehören nicht mir. Ich habe sie nicht dressiert. Wer hat es dann getan? Tonnerre. Tonnerre hat Tu zum Taschendieb erzogen und Mult zum Einbrecher. Er hat ihm die Handschuhe gegeben, damit keine Fingerabdrücke zurückbleiben. Warum haben Sie die Schimpansen übernommen? Ich musste es tun, sonst hätte ich keine Arbeit bekommen. Sie haben also Mult zu den Häusern geführt, die in Frage kamen, haben nach dem Einbruch die Dokumente in Empfang genommen und sie Tonnerre übergeben. Ja, so war es. Und wer hat die Dokumente gekennzeichnet, sodass Mult die richtigen herausfinden konnte? Das war nicht Tonnerre. Er gab die Dokumente immer an einen anderen weiter, der sie dann nach Amerika verkaufte. An wen? Das weiß ich nicht. Warum fragen Sie nicht Tonnerre? Er weiß alles. Ich bin nur ein kleiner Handlanger. Mehr nicht. Das werden wir tun. Was wollen Sie von mir? Wer ist Ihr Besuch, Mr. Tonnerre? Das geht Sie überhaupt nichts an. Es ist ein Ehrenmann, der mit Leuten Ihrer Sorte nichts zu tun hat. Ich möchte den Mann sprechen.
Ich glaube, ich bin zu ungelegener Zeit gekommen, Mr. Tonnerre. Ich komme lieber ein andermal wieder. Ihr Name bitte? Ich bin Thomas Colwell. Ich bin aus rein privaten Gründen bei Mr. Tonnerre gewesen. Es tut mir leid, dass er in Schwierigkeiten zu sein scheint. Ich will nicht stören. Sind Sie nicht etwa gekommen, um Papiere von Tonnerre zu holen, die er für Sie besorgen sollte? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Er ist es. Es ist der Affenmensch. Ich habe damals gesehen, wie ihm die Haarbüschel aus den Ohren wachsen. Bei ihm ist es genauso. Es ist der Affenmensch. Was, Tonnerre? Verflucht! Tonnerre, bleiben Sie stehen! Niemals! Habe ich Sie schon. Und jetzt ganz ruhig, bester Mann, sonst wird es sehr gefährlich für Sie. Das ist das Ende für die beiden. Der Affenmensch ist ganz blass geworden. Guck mal, ohne Perücke sieht er ganz anders aus. Wartet, bis ich wieder frei bin. Dann werdet ihr es büßen, dass ihr euch eingemischt habt. Seien Sie vorsichtig, Tonnerre. Alles, was Sie jetzt sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Nein. Diese Aufregung. Also, das hält mein Herz nicht mehr aus. Welch schreckliche Welt. Aber es war doch prima. Finde ich auch. Ganz große Klasse. Aber es war doch fantastisch, Großonkel. Prima, fantastisch. Nein, das halte ich nicht aus. Es war die grüne Hand. Wir haben die grüne Hand entlarvt. Mensch, wenn das nichts ist. Grüne Hand hin, grüne Hand her. Ich muss jetzt nach Haus. Diese Aufregungen sind für mich einfach zu viel. Ach, ruhig, Großonkel. Wir bringen Sie zum Wagen, Sir. Seht, der Affenmensch, Foster und Tonnerre werden abgeführt. Es wurde Zeit, dass diese Bande endlich entlarvt wurde und hinter Schloss und Riegel kommt. Nun kann man sich endlich wieder mit antiken Kostbarkeiten beschäftigen, ohne befürchten zu müssen, dabei überfallen zu werden. Also, Wiedersehen. Wiedersehen. Was wird jetzt aus dir, Barney? Du kannst doch nicht hierbleiben. Großonkel Johann fährt doch jetzt bestimmt nach Hause. Dann ist bei uns ein Zimmer frei. Ja. Pass auf, Barney, das kriege ich schon hin. Du kommst einfach zu uns und bleibst bei uns, bis du eine neue Arbeitsstelle gefunden hast. Das wollt ihr für mich tun? Selbstverständlich, Barney. Das wird bestimmt lustig. Wenn Großonkel Johann Miranda sieht, ergreift er bestimmt die Flucht. Von Affen hat er nun bestimmt die Nase voll. Los, rein ins Auto. Onkel Johann wartet schon.